Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin die Brick Lady und habe heute dieses Lego Ideas Set für euch zum Thema Friends. Zuerst wollte ich aber auf jeden Fall schon mal Danke sagen für alle, die meine Videos bisher angeschaut haben, die meinen Kanal abonniert haben, Likes da gelassen haben und ganz besonders für alle, die Kommentare hinterlassen haben. Besonders an der Stelle nochmal die mit konstruktiver Kritik vor allem zum Ton und zur Bildqualität bzw. Kameraposition. Ich habe jetzt heute ein bisschen anders hingestellt und hoffe, dass das gut funktioniert. An der Stelle muss ich halt anmerken, dass ich persönlich überwiegend YouTube-Inhalte schaue, in denen nicht eine Person, die spricht, und ein Produkt oder Artikel gleichzeitig abgebildet sind. Ja, deshalb habe ich mir da vermutlich nicht so viele Gedanken drüber gemacht, wie ich was hinstellen muss. Ich hoffe, so ist das ein bisschen angenehmer und ich versuche auch lauter zu sprechen. Eigentlich ist das keins meiner Probleme, aber ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr das, man ist zu Hause, man will eine Sprachnachricht machen, aber man fühlt sich so unwohl, weil man weiß, dass andere einen dabei hören könnten. Das ist irgendwie ein bisschen dämlich, weil man ja auch meistens überhaupt nichts Schlimmes erzählt, aber man kommt sich dabei manchmal einfach seltsam vor und ich hoffe, dass ich es jetzt in den Griff bekommen habe. Also ich werde mich bemühen, das ganze Video über ein bisschen lauter zu sprechen, ohne rumzuschreien. Genau, darum soll es jetzt aber auch gar nicht gehen. Ich wollte mich noch auf jeden Fall schon mal bedanken an dieser Stelle. Ich habe, wie gesagt, ein Ideaset heute hier. Ich habe letztens gar nicht mehr dran gedacht, dass ich das überhaupt habe. Es steht aktuell im Schlafzimmer bei mir. Wenn man eine gewisse Menge an Lego-Sets hat oder Klemmbausteinsets im Allgemeinen, da muss man immer mal gucken, wo man die hinstellt. Und sie sind hier fast in allen Räumen bei mir. Und dieses Jahr hatte ich halt ein bisschen vergessen. Es gibt natürlich richtige Prime-Stellplätze im Haus und dann gibt es halt welche, an denen es immer ein bisschen deplatziert ist. Ja, tausche aber auch regelmäßig. Das hier ist, wie gesagt, ein Ideaset, ist 2019 erschienen mit der Setnummer 21319. Jawohl. Und ist erschienen zum 25-jährigen Jubiläum der Serie Friends. So alt ist die schon und immer noch gibt es immer neue Serien, die man irgendwie auf diese zurückführen kann. Ja, war wohl auch eine der erfolgreichsten Serien. Die haben wir die Schachtel, die ist hier an der Seite auch mit so typischen Dingen verziert. Finde ich eigentlich ganz schön gemacht. Und umseitig haben wir hier wie immer so ein paar Einblicke in das Set. Ja. Teilanzahl ist meistens mit 1070 angegeben. Ich habe auch 1079 gelesen, aber ich glaube 1070 ist so der Konsens. Der kann dann jetzt runter. Genau. Und dann haben wir das. Der Preis lag bei, beziehungsweise liegt bei, weil es immer verfügbar ist, 69,99. Ja. 7 Figuren haben wir damit dabei. Natürlich die 6 Hauptpersonen, die Friends, um die es hier geht. Ich fange mal hier mit den Gellers an, Ross und Monica. Ich weiß nicht, ob das irgendwie interessiert, aber Monica ist mein Liebling aus der Serie. Ja. Ich finde sie ja noch am coolsten. Ich denke, jeder hat da seinen persönlichen Liebling. Das ist ja auch okay. Ich meine, am Ende des Tages ist es eine Fernsehserie. Und ja, da muss man nicht zanken über so. Tada! Und dann haben wir hier mal die Jungs, also Chandler Bing und Joey Tribbiani. Ich finde wirklich erstaunlich immer wieder bei diesen kleinen Figürchen und dem begrenzten Platz auf diesen Köpfen, wie gut die es schaffen, mit so wenig Gesichtszügen wirklich erkennbar zu machen, wer es sein soll. Also ich finde immer wieder, dass sie es sehr gut umsetzen. Manchmal denkt man auch, naja, aber meistens finde ich, nehmen die wirklich ganz gut so ein paar Features aus dem Gesicht von der Person auf und bringen das wirklich glaubwürdig und erkennbar auf diese kleinen Köpfe. Ich weiß auch nicht, das finde ich immer wieder, begeistert mich immer wieder aufs Neue. Dann so viel zum Thema Ladies First. Phoebe Buffay und Rachel Green. Ja, Rachel, man kann sie finden, wie man möchte. Ich finde sie in der Serie ein bisschen nervig, aber sie ist immer so gut gekleidet. Das finde ich einfach wahnsinnig cool. Also, ja. Und Phoebe, naja, ich will jetzt nicht von Schmuddelkatz anfangen, sonst verfolgt mich das wieder tagelang. Aber,
Ganz links. Und Ganta haben wir hier noch dabei. Ganta. Ich hoffe, man erkennt die Figuren jetzt ganz gut. Ich muss dazu sagen, ich habe von Natur aus nicht die besten Augen, habe jetzt gerade keine Kontaktlinsen drin. Und für mich sieht das so und so immer ein bisschen verschwommen aus, ehrlich gesagt. Deshalb, ich hoffe, man erkennt es. Ich habe auch schon gemerkt, dass das Licht sich hier ab und zu ein bisschen verändert, weil es etwas bewölkt heute ist, aber auch sonnig. Und dadurch hat man halt immer mal mehr Licht, weniger Licht. Kann ich jetzt nicht beeinflussen. Ich hoffe, es stört nicht zu sehr. Jawohl, 7 Figuren. Und das Central Perk oder ein Stück Central Perk. Hier ist auch ganz schön mit aufgenommen, dass es sich um eine Filmszene handelt. Hier haben wir nämlich Scheinwerfer. Ich finde es ja immer cool, wie man, wenn man eine Sendung guckt, einfach vergisst, weil man soll es ja auch vergessen, dass das einfach nur Kulissen sind. Also das finde ich irgendwie immer wieder spannend. Und hier haben wir es halt so mit aufgegriffen, dass das ein Filmset ist. Das finde ich ziemlich eine coole Idee, auf jeden Fall. Jawohl. Und hier haben wir das. Ist jetzt etwas länger her, dass ich Friends angeguckt habe. Als das Set hier bei mir dazu kam, war es nicht so lange her und ich meine, dass ich das da wirklich gut umgesetzt fand. Hier der klassische Platz und den, wo sich sehr viele Szenen abspielen. Anfangs glaube ich mehr als hinten raus, aber ja, jeder, der die Serie kennt, weiß, was gemeint ist. Hier ist die Bühne, wo normalerweise Phoebe auftritt, aber einmal hat auch Ross sich das Vergnügen gegönnt. Kam ja eher so mittelprächtig an. Genau. Hier die Bar. Ich finde auch wirklich, dass das hier mit den goldenen Teilen richtig schön gemacht wurde. Die Details sind hier größtenteils über Aufkleber gelöst. Aufpassen, ich bin so grob, dass ich andauernd die Kamera zum Erbeben bringe. Aber ja, genau. Was wollte ich sagen? Aufkleber. Aufkleber, genau. Ich hatte letztens ja die Frage in den Raum geworfen, haben Ideaset prinzipiell keine Aufkleber? Weil ich mich gefreut hatte, dass bei der mittelalterlichen Schmiede wirklich kein einziger dabei war. Da hatte ich wohl wirklich vergessen, dass wir dieses Set hier haben und dass da schon einige Aufkleber dabei sind. In den Kommentaren hat auch jemand freundlicherweise angemerkt, dass zum Beispiel im Ideaset zur Sesamstraße sogar sehr, sehr viele Aufkleber mit dabei waren. Also, okay, dann gibt es Ideaset mit und ohne Aufkleber. Jawohl. Hier kann man übrigens diesen ganzen Teppich, auf dem das Sofa, der Tisch, die Hocker und der Sessel stehen, rausnehmen. Ich einfach, damit man besser dran kommt. Es geht aber auch so, weil es hier vorne ja schön offen ist. Ja, das kann man rausnehmen. Hier hinten, das kann man auch rausnehmen. Ich werde jetzt bestimmt wieder was abreißen, oder? Nein. Glück gehabt. Kann man auch mit rausnehmen. Ich glaube hier das auch. Ich will jetzt hier aber nicht alles zerstören. Ich bin jetzt froh, dass das ohne Zwischenfälle geklappt hat. Und ja, genau. Ansonsten sind hier noch ein paar Kleinteile dabei, vor allem Kaffeebecher. Eine ganze Handvoll Kaffeebecher ist. Okay. Jetzt sieht, ob ich werde den später aufheben. Ja. Ein Muffin haben wir, einen Laptop, Pizzastücke für Joey und ein Mikrofon. Das kann man bestimmt hier mal mit dazustellen. Ja. Okay, da steht etwas wackelig. Aber macht ihr jetzt genau. War jetzt wieder gleich. Jetzt habe ich nichts abgerobbt und dann schmeiße ich hier so einen Becher durch die Gegend. Naja, genau. Man kann das immer mal wieder umstellen. Rachel kann hier auch dieses Tablett nehmen. Dann arbeitet sie hier und bedient ihre Freunde, die im Café rumchillen. Der Aufbau war schön. Bei solchen Sachen wie Häusern mit Einrichtungen, Innendekorationen und so. Das macht mir immer ziemlich viel Spaß. Da bin ich meistens einfach ganz zufrieden mit dem Aufbau. Und hier war ich es auch. Also es hat sich gut bauen lassen. Ja, viele kleine Details, nicht nur über Aufkleber, auch über kleine Steinchen. Also das ist alles sehr schön. Kannst du hier sitzen? Können die da sitzen? Ich muss das. Ja, doch, der kann hier sitzen. Ja, Ganta unter dem Tresen.
Ja, hat sich schön aufbauen lassen. Hier sind zum Beispiel auch, ich weiß nicht, ob man das gut sehen kann. Ich weiß ein bisschen näher, jetzt wird das Mikrofon umkippen. Hier ist zum Beispiel so ein Vorhang, den fand ich damals ganz interessant zu bauen. Der wird so seitwärts gebaut quasi. Und dann hier hingehängt an dieser Tür. Das finde ich zum Beispiel ziemlich cool, dass auch an solche Sachen gedacht wurde. Und ich mag auch diese Säulen, die hier mit drin sind. Finde ich auf jeden Fall cool. Sind auch ein paar, ja, quasi Details aus der Serie hier. Der pinke Regenschirm und sowas. Also da haben die sich Mühe gegeben. Joey hat sogar sein Männerhandtäschchen. Ja, aber ich meine, man muss das Sachen mitnehmen. Also irgendwo muss man die doch reintun. Ich meine, ja, okay, im Vergleich zu Frauenhosentaschen sind Männerhosentaschen wirklich schier endlos groß. Aber ich meine, ne, wenn man mal mehrere Kleinigkeiten mit hat, dann muss man die auch irgendwo reintun. Ich habe schon wieder gewackelt. Also, Männerhandtäschchen. Ich habe heute übrigens hier den passenden Becher von Central Perk. Yay. Ja, alles in allem ist es ein schönes Set. Das macht wirklich was her. Ich muss es, glaube ich, mal wieder umstellen in meiner Wohnung, damit es mal zur Geltung kommt. Ja, das ist auf jeden Fall sehr schön. Von der Rückseite kann ich es auch gerade noch mal zeigen. Da habe ich hier diese Fensterfront und diesen Eingangsbereich. Werbeplakat mit Joey. Das ist vielleicht zeitlich, weiß ich jetzt aktuell nicht mehr so ganz, nicht ganz akkurat, aber es ist alles in allem ein schönes Set und ich finde auch hier, dass das Preis-Leistungs-Verhältnis klar geht. Also 1000 Teile haben wir hier, knapp 70 Euro, 7 Figuren und die Serie ist ja wohl Klassiker, sehr beliebt und eine schöne Umsetzung davon. Also mir gefällt's. Ich habe allerdings natürlich als Privatperson, sage ich mal, überwiegend nur Sets, die mir gefallen, beziehungsweise Sets, die einem aus der Familie gefallen. Ja, deshalb, was soll ich sagen? Deshalb, natürlich gefällt es mir. Ich mag es, ich finde die Serie auch schön, muss ich mal wieder gucken. War anfangs nicht ganz so begeistert. Ich habe die, ich meine, 2019 das erste Mal geguckt. Dachte erst, naja, okay, aber wenn man es dann mal durch hat, dann hat es einem irgendwie doch gefallen. Ne? Ja. Also mir zumindest. Ja, gibt es sonst noch was dazu zu sagen? Ich glaube nicht. Das ist das Set. Ich, wie gesagt, finde es schön, fand den Aufbau schön. Ich finde auch, dass es wirklich gut umgesetzt ist, dass man viele typische kleine Details mit dabei hat. Und ich finde es auch cool, dass Ganta mit dabei ist. Ich dachte immer, ich spiele damit mal eine Szene, habe ich bisher aber noch nicht gemacht. Mir hat Ganta nämlich immer ein kleines bisschen leid getan, ehrlich gesagt. Aber ja, also spielen könnte man bestimmt damit. Bei mir hat es jetzt definitiv mal einen neuen Platz irgendwo verdient. Ich muss mal schauen, was ich dafür mal umstelle. Wie gesagt, nochmal Dankeschön auf jeden Fall für Anmerkungen zu Bild und Ton. Ich hoffe, dass es so besser war. Könnt ihr ja gerne mal was dazu sagen oder auch vielleicht, wer euer Liebling aus Friends ist, wenn ihr es gesehen habt und es gemocht habt. Und ansonsten bedanke ich mich schon mal fürs Einschalten. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und dann bis zum nächsten Mal.